Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Christian Lindner hat ja mit einem Recht gehabt, als er gesagt hat, wir kennen uns jetzt fast 17 Jahre, die wir hier im Landtag sind. Man weiß ungefähr, was der andere sagt. Aber ich bin doch auch immer wieder überrascht, wenn bei ihm dann so Sprüche kommen wie Wachstum hebt wie die Flut alle Boote und Ähnliches. Wenn man so lange hier im Landtag ist und so lange Landespolitik macht und sich wirklich Gedanken darüber macht, was ist mit diesem starken, solidarischen Land, was ist mit den strukturellen Problemen, und man kriegt das auf eine so flapsige Art serviert, wie Sie das gemacht haben, verstehe ich ja noch, Sie wollen ja gar nicht hier eine Verantwortung, Sie wollen nach Berlin, aber Armin Laschet, auch wie du das gemacht hast. Also ich habe nicht verstanden, was das mit dem Sputnik-Projekt und mit der Raumfahrt soll, wen du auf den Mond schießen willst. Ich habe überhaupt nicht verstanden, weil du hast gesagt, das erste ist eine schonungslose Analyse, das zweite die Vision und das dritte die Konzentration. Und wenn ich dann aber die Rede durchgegangen bin, und wir haben das Gleiche ja vor gut 10 Tagen im Wirtschaftsausschuss gehabt, dann ist nichts davon da in dem Beitrag hier oder in dem Beitrag im Wirtschaftsausschuss, gar nichts. Dann ist aus eurer Sicht das Tarifvertragstreuegesetz verantwortlich für die Strukturschwäche oder aber die Klimaschutzvorgaben oder aber der Landesentwicklungsplan. Da glaubt doch niemand von euch dran, dass es diese Punkte sind, die die strukturellen Probleme des Landes irgendwie ausmachen. Niemand glaubt das. Das macht ihr ja präventiv. Wirtschaftsminister Dün hat am 31.03., so alt ist das schon, das Thema, von wegen Aktuelle Stunde. Ihr hättet einen Antrag machen können, ihr hättet auf den Tisch legen können, was denn eure Vorstellung ist. Wenn man Ministerpräsident werden will, würde das eigentlich erwartet. Nichts ist stattdessen gekommen, sondern ein billiger, dürrer, Aktueller Stunde-Antrag. Der Wirtschaftsminister hat es doch richtig benannt. Der hat sich nicht drum herum gedrückt. Der hat gesagt, die Zahlen sind nicht erfreulich. Aber wenn man ein Stück weit analysiert, was im Land los ist, dann ist damit zu rechnen. Dann muss man in der Analyse die Punkte auch benennen. Ja, Josef Hohenblum, da brauchst du dich gar nicht aufregen. Genau der Punkt ist doch der, den ich bei euch vermisse. So, und wenn man darüber redet, und der Wirtschaftsminister hat gesagt, es sind die Probleme im Bereich der Heimat des Bergbaus, der Energieversorger, der Stahl- und der Chemieindustrie, die besonders betroffen sind von einer Reihe von negativen Entwicklungen. So, und der Vertreter von Minister Dün im Wirtschaftsausschuss hat es doch auch klar benannt. Die Zahlen sind doch auch für euch, ihr wart ja dabei, sind doch auf den Tisch gelegt worden. Wir haben im Bereich der Grundstoffindustrie 30% des Anteils, bei uns und dem Bund 18. Das heißt, wir sind im Bereich der Grundstoffindustrie von internationaler Entwicklung, von Krisen besonders betroffen. Und wer sich hier darüber lächerlich macht, dass der Strukturwandel in diesem Lande schon so lange dauert, der hat das Land nicht kapiert und die Wirkungsweise des Strukturwandels nicht kapiert. Das ist keine schonungslose Analyse, die da gemacht wird. Der Strukturwandel in der ersten Phase war einer von 600.000 Steinkohlebergleuten und über 800.000 Mantelbeschäftigten zu einer Situation, wo wir in 2 Jahren das Ende des Steinkohlenbergbaus in Nordrhein-Westfalen hier erleben werden. 1,5 Millionen Menschen, die raus sind aus der Beschäftigung ohne soziale Brüche, aber mit Strukturproblemen, die wir davon haben. Und jetzt erleben wir einen permanenten Prozess. Und ich weiß gar nicht, wie man sich lustig darüber machen kann, wenn der Kollege Paul anspricht, dass die Digitalisierung eine Revolutionierung des gesamten industriellen Produktionsprozesses ist. Da kommt nichts, von dem kommt nichts bei euch vor in eurem Beitrag, in der schonungslosen Analyse, die notwendig wäre. Da ist ja der Professor Roland Dörn vom RWI. Ich muss das gar nicht alles teilen, was der sagt. Aber der hat ja mehr an Analyse in einem kleinen Zeitungsinterview im Kölner Stadtanzeiger gebracht, als die ganze CDU-Fraktion, die in die Regierung will, hier in den Beiträgen und auch im Wirtschaftsausschuss. Wenn die Energiewende ein Problem ist, dann kann man sich doch nicht hinstellen und das einfach nur so thematisieren und ausblenden, dass wir seit 25 Jahren, seit 26 ganz genau, seit 1990, seit der Konferenz von Rio, haben alle Bundesregierungen, euer Bundeskanzler Kohl, Schröder, Rot-Grün und Merkel, alle Bundesregierungen haben die Energiewende als Ziel der Politik der Bundesregierung Deutschland definiert, mit Klimaschutzzielen, Reduktion CO2 40% bis 2020 und fortfolgend bis 2050 und Ausbau der Erneuerbaren. Das ist Ziel aller Politik.
Und dann ist natürlich ein Land wie Nordrhein-Westfalen, in dem zwei Drittel der Emissionen aus der Stromproduktion von Steinkohle und Braunkohle kommen. Dann ist ein solches Land besonders von diesen Zielsetzungen betroffen. Ja, aber wo ist denn deine Analyse aus dem Punkt? Ich will auch ganz konkret werden an der Stelle. Wenn wir dann aus der Analyse raus eine Leitentscheidung treffen, die bekannten internen Probleme zwischen Sozialdemokraten und Grünen berücksichtigt hat, und ihr stellt euch hier alle beide hin und sagt, diese Leitentscheidung, die ja nur einen Teil der notwendigen Reduktion wirklich in Anspruch nimmt, ist falsch. Wir akzeptieren, dass die Menschen nicht mehr vertrieben werden, aber wir würden diese Leitentscheidung rückgängig machen. Dann ist das genau das Ignorieren des Problems und des Strukturwandels. Und ihr benennt... Ihr benennt in keiner Form das, was nach vorne notwendig wäre, was aus Strukturwandel, Energiewende, Digitalisierung kommen müsste. Die neuen Bereiche, es ist eben gelacht worden, als der Kollege Paul den Tesla angesprochen hat, aber der riesige Bereich der Stromerzeugung und der Bereich der Mobilität, wir wären das Land aufgrund der Struktur, die für Elektromobilität in der Bundesrepublik Deutschland Maßstäbe setzen sollten und setzen müssen. Das sind alles Aufgaben, die wir angepackt haben. Bei euch kommt das alles nicht vor. Ihr tut so, als ob ihr die SPD in der Gewerkschaftstreue, in der Treue zur Kohle noch überholen könntet, und ignoriert völlig, dass bei allen Schwierigkeiten, die bei den Kollegen sind, der Prozess nur in diese Richtung gehen kann. Da drückt ihr euch, da gibt es keine Analyse und keine Konsequenzen. Und wer dann in der Situation zugeht, und ich spreche ja jetzt nur einen Teil an, wer in der Situation zugeht und allen Ernstes behauptet, das Tarifvertragstreuegesetz sei ursächlich für diese Schwierigkeiten, die Nordrhein-Westfalen hat, der macht doch den absoluten Offenbarungseid. Das ist doch völliger Quatsch. Selbst wenn es dieses Gesetz nicht gäbe, das ändert doch überhaupt nichts daran. Das heißt, wenn wir es seriös machen wollen, an die Kollegen der CDU und an die FDP, dann muss man sich wirklich darüber unterhalten, was an Maßnahmen notwendig wäre, um im Rahmen Energiewende, Strukturwandel, Digitalisierung tatsächlich nach vorne zu kommen. Da vermisse ich von euch jeden Beitrag. Da haben wir in zwei Koalitionsverträgen viel mehr Positives drinstehen und setzen das Meter für Meter um, im Einklang mit den Zielen der Regierung, wie man sich hier hinstellen kann. 5 Jahre habt ihr Verantwortung im Land gehabt. In der Zeit habt ihr genau die Kohlekraftwerke gebaut, die jetzt nicht im Geld sind. Du bist es im Kabinett gewesen mit Christa Toben. Ich könnte jedes einzelne Kraftwerk aufführen jetzt, was heute den Kommunen Schwierigkeiten macht. Die habt ihr alle angestoßen, weil ihr nicht wahrhaben wolltet, dass die Ziele von Merkel, wenn sie konsequent umgesetzt werden, zu Problemen führen. So, ist alles geschenkt. Das Problem ist jetzt da. Die Redezeit, aber das bitte. Vertrauen in eine Opposition, die nicht in der Lage ist, eine solche Analyse zu machen, sondern uns irgendwas von Raumfahrt und Mondfahrt und NASA erzählt, da muss mir keiner übel nehmen, dass ich das nicht habe. Da arbeiten wir lieber hart und genau an dem Weg weiter und werden das auch hinkriegen. Und ich glaube, dass wir in den Zukunftsbereichen auch wesentlich besser aufgestellt sind als das, was ihr hier geboten habt. Danke.